So, da sind wir schon wieder bei der nächsten Aufgabe, nämlich etabliere eine Geräteverbindung in der Nähe eines Außenposten. Außenposten, wisst ihr, die sind außerhalb der Map, ihr seht es gerade. Ich gehe wieder zu meinem Lieblingsort, der ist hier oben rechts. Da lande ich sowieso immer gefühlt jede Runde, weil da halt kannst du ja ohne Probleme immer eine Kopfgeldjagd mitnehmen. Gehst du dann da, ich weiß gerade nicht, wie der Ort eigentlich mal hieß. Da, wo die Pyramiden sind von den Mayas, gehst du dahin, hast du noch eine. Wenn du dann Daily reingehst, hast du noch eine. Also du kannst locker drei Kopfgeldjagden innerhalb von einer Runde machen. Aber ich schätze mal, dass ich jetzt nicht hier alleine lande, weil sonst war ich immer alleine da. Also, wie gesagt, ich nehme das Ganze auch im Livestream. Wenn du mal Bock hast, vorbeizukommen, würde mich natürlich freuen. Ansonsten gerne natürlich ein Like da lassen. Wenn noch kein Abonnent bist, gerne ein Abo raushauen. Noch die ersten sind schon am Rumballern, ich bin auch am Gleiten. Hier der Gleiter ist ganz anders. Bin ich alleine? Na gut, gefühlt sind ja auch bei mir 20 Spots mit drin. Ach, ich sehe es schon da. Ihr seht es auf der Minimap. Achtet mal bitte auf die Minimap. Da seht ihr die Zeichen nämlich auch immer. Also hier einfach hingehen. Ganz easy. Zack. Und hier der Bot, weil ich werde es gerade zufällig haben. Hier der Bot, achtet drauf, der ist nicht immer da. Also wenn ihr den Bot noch nicht gehabt, dann einfach mal hingehen, holt euch den ganzen mit. Und als nächstes müssen wir die Panzerteile zurückbringen, beziehungsweise ich glaube erst Panzerteile, dann den Panzer. Ich gucke jetzt erstmal, ich hoffe, ich konnte aber damit schon mal weiterhelfen. Und in dem Sinne würde ich sagen, sehen wir uns bei der nächsten Aufgabe und haut rein.